Was passiert eigentlich, wenn man nicht am Trimagischen Turnier teilnimmt, obwohl man vom Feuerkelch ausgewählt wurde? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um den Feuerkelch, um Harry Potter und um das Trimagische Turnier. Genauer gesagt geht es um etwas, das Harry Potter-Fans sicherlich schon einmal in den Sinn gekommen ist. Was passiert, wenn man sich weigert, am sagenumwobenen Trimagischen Turnier teilzunehmen, obwohl man aus dem Feuerkelch gezogen wurde? Das Trimagische Turnier ist ein Wettbewerb wie kein anderer. Ein Ereignis, das mehr als 700 Jahre zurückliegt und die Intelligenz, den Mut und die Stärke der Teilnehmer auf die Probe stellt. Seit seinen Anfängen wird der Wettbewerb alle 5 Jahre ausgetragen, mit einer kurzen 200-jährigen Pause, weil 1792 alle 3 Champions bei dem Turnier verletzt wurden. Auf Pottermore erfahren wir Folgendes über das Turnier. Das Trimagische Turnier wurde erstmals vor etwa 700 Jahren ausgetragen, als freundschaftlicher Wettbewerb zwischen den 3 größten europäischen Zauberschulen, Hogwarts, Beauxbatons und Durmstrang. Für jede der Schulen wurde ein Champion ausgewählt und die 3 Champions traten in 3 magischen Aufgaben gegeneinander an. Die Schulen waren abwechselnd der Gastgeber, denn die Schulen wechselten sich ab, um das Turnier alle 5 Jahre auszurichten. Und man war sich einig, dass dies eine hervorragende Methode war, um Verbindungen zwischen jungen Hexen und Zauberern verschiedener Nationalitäten zu knüpfen. 3 Schulen, 3 Teilnehmer, 3 Herausforderungen sind der Grund für den Namen des Turniers, wobei Tri auf 3 weist. Und jahrelang blieb das Turnier dieser Zahl 3 treu. In Harrys Jahr jedoch brach er ungewollt diese Form und machte es zu einem, ja, 4-Zauberer-Turnier. Im Feuerkelch wetteiferten 4 Zauberer um ewigen Ruhm, 1000 Galeonen und natürlich den berühmten Trimagischen Pokal. Harry brach mit einer jahrhundertealten Tradition und wurde versehentlich zu einem zusätzlichen Teilnehmer, der zusammen mit Viktor Krumm, Cedric Diggory und Fleur Delacour in den Wettbewerb geworfen wurde. Dumbledore erklärt das Verfahren hier. Die Champions werden von einem unparteiischen Auserwählten gewählt, dem Feuerkelch. Jeder, der sich als Champion bewerben möchte, muss seinen Namen und seine Schule deutlich auf ein Stück Pergament schreiben und es in den Kelch werfen. Morgen Abend an Halloween wird der Kelch die Namen der 3, die er für die würdigste Vertretung ihrer Schule hält, zurückgeben. Das Schlimmste an der ganzen Sache war, dass Harry teilnehmen musste, denn jeder auserwählte Champion war durch einen magischen Vertrag verpflichtet, das Turnier bis zum Ende durchzustehen. Dies wird immer wieder bekräftigt, zuerst von Dumbledore. Sobald ein Champion vom Feuerkelch ausgewählt wurde, ist er oder sie verpflichtet, das Turnier bis zum Ende durchzustehen. Die Eintragung deines Namens in den Kelch stellt einen bindenden magischen Vertrag dar. Es gibt keinen Sinneswandel mehr, sobald du ein Champion geworden bist. Und als nächstes Moody, alias Barty Crouch Jr. Er muss antreten, sie müssen alle antreten, ein bindender magischer Vertrag. Aber meine Frage ist nun, was wäre, wenn Harry sich geweigert hätte? Was wäre dann mit ihm passiert? Was beinhaltet dieser magische Vertrag? Im Harry Potter Kanon gibt es noch einige andere Beispiele für magische Verträge oder zumindest für dauerhafte magische Verzauberungen. Das bemerkenswerteste Beispiel, das mir einfällt, ist der unbrechbare Schwur. Der unbrechbare Schwur ist ein bindender magischer Vertrag, der 2 Parteien miteinander verbindet. Der Zweck ist ganz einfach, er soll eine andere Hexe oder einen anderen Zauberer an ein Versprechen binden. Nachdem jede Bedingung des Gelübdes genannt wurde, muss der Teilnehmer, der diese Verpflichtung einhalten soll, einer nach der anderen zustimmen. Der unbrechbare Schwur ist natürlich eine große Sache, und was ist die Konsequenz, wenn man diesen Vertrag bricht? Natürlich der Tod. Normalerweise gibt es Konsequenzen für einen Vertragsbruch, und ich wüsste nicht, warum man Harry ständig an seine Nötigkeit zur Teilnahme erinnern würde, wenn es nicht irgendwelche Parameter gäbe, die ihn in gewisser Weise dazu zwingen würden. Das führt mich zu der Annahme, dass es hier ein Zwangsystem gibt. Der Zwang, der die Partei dazu veranlassen würde, den Vertrag einhalten zu wollen, was sie gewissermaßen dazu zwingen würde, das zu ertragen, wozu sie sich bereit erklärt hat. Daraus schließe ich, dass wahrscheinlich Zwang im Spiel ist, was darauf hindeutet, dass Harry im Falle seiner Weigerung etwas sehr Schlimmes passieren könnte. Das würde auch erklären, warum ihn alle zu der Teilnahme ermutigt haben, unabhängig davon, was sie von seiner Teilnahme hielten. Wenn man einen unbrechbaren Schwur bricht, stirbt man. Also ist es meiner Meinung nach eine vernünftige Annahme daraus zu schließen, dass man auch stirbt, wenn man sich weigert, am Trimagischen Turnier teilzunehmen.
Außerdem denke ich, dass wir aus den Dialogen der Charaktere davon ausgehen können, dass dies tatsächlich der Fall ist. Nicht wahr, sagte Moody leise, es ist ganz einfach, Karkaroff. Jemand hat Potters Namen in den Kelch gelegt, weil er wusste, dass er gegen ihn antreten muss, wenn er herauskommt. Vielleicht hofft jemand, dass Potter dafür sterben wird, sagte Moody mit der leisesten Spur eines Knurrens. Das Turnier selbst ist äußerst gefährlich und das wird auch durch den Text unterstrichen, also könnte ich mir vorstellen, dass es einer ernsthaften Durchsetzung bedarf, damit es sich lohnt, den möglichen Tod zu riskieren. Es muss eine dauerhafte Konsequenz, sei es geistig oder körperlich, im Spiel sein. Das würde bedeuten, dass für jede Herausforderung, an der ein Teilnehmer nicht teilnimmt, etwas Schlimmes mit ihm passiert. Es macht auch durchaus Sinn, dass niemand Harry über die Einzelheiten dieser Konsequenzen informiert hat, einschließlich seiner Professoren, da dieses Thema ziemlich übel ist und Harry noch ein kleiner Junge war. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.